angebissen. Der RBB Angelpodcast mit Frieda Rössler und Erik Nickern. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe von Angebissen. Es ist mittlerweile Freitagabend und ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Hier ist Erik und Frieda ist bei mir in dem Angelladen selbst aufnehmen. Wenn der schon zuhört, das ist auch eine Premiere. Das ist echt nicht schlecht. Vor allen Dingen, wir sind hier umrahmt noch von zwei Aquarien. Die Buntbarsche sind noch wach und schwimmen hinter uns. Ganz ehrlich, ich sitze hier in Badehose und T-Shirt bei den Jungs von Knicklicht in Köpenick. Das hat richtig Flair gerade. Und wir haben uns selbst eingeladen bei Steve und bei Chris von Knicklicht. Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen. Hi. Ihr beiden, das muss man dazu sagen, seid Brüder. Ihr habt zusammen diesen Laden aufgebaut. 5 Jahre ist es mittlerweile her, oder Chris? 5 Jahre und 5 Monate, um genau zu sein. Und es kam aus einer Idee zu sagen, ach, eigentlich war jetzt nicht so der richtige, perfekte Laden für uns da. Und wie wir Deutschen ja gerne sind, wir meckern ja sehr gerne. Aber nur meckern bringt halt auch nichts. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann machen wir es halt einfach selber und versuchen es besser. Warum der Name Knicklicht? Ganz kurz erklärt. Ich würde sagen, das kam eigentlich daraus so, was braucht man zum Angeln? Eigentlich immer ein Knicklicht. Und das ist es. Markanteste, was zum Angeln einfach dazugehört. Kann man dann darauf schließen, was ihr für Angler seid, weil ihr immer ein Knicklicht braucht, weil ein Spinnangler braucht jetzt nicht unbedingt ein Knicklicht? Das kann man so nicht sagen. Im Grunde sind wir die super Allrounder. Knicklicht war eine Bierlaune. Wir saßen mal auf dem Balkon und hatten durchaus vielleicht mal 2 Bier mehr getrunken als üblich. Und dann haben wir so philosophiert und dann war Knicklicht geboren. Und am nächsten Tag haben wir es ernst gemeint und dann, aber Rückschluss auf die Angeltechnik, nein, das ist ja so. Wir machen Spinnfischen, Grundangeln, Karpfen, Schleie, Barsche, Hechte, Zander, alles dabei. Es ist ja kein Geheimnis, ihr beide seid ursprünglich aus Thüringen, aus Saalfeld. Was hat euch nach Berlin verschlagen, Chris? Also ich kam nach Berlin dadurch, dass mein Bruder quasi zuerst in Berlin war. Ich bin ganz lange durch Deutschland getingelt, irgendwann bin ich auch von Saalfeld weg. Und bin dann zur Bundeswehr, war dann da 8 Jahre Industrietaucher, habe dann in Minden, Nordrhein-Westfalen gelebt, bin dann nach Hannover gezogen, habe da auch noch eine Weiterbildung gemacht, Maschinenbauer in der Bereich Technik. Und Brudi war halt dann schon in Berlin, der ist von Erfurt quasi nach Berlin gegangen. Und irgendwann, wir sind halt so dicke, irgendwann können wir nicht mehr ohneinander. Und dann, der eine geht immer hinterher. Was hat dich dann nach Berlin gebracht, initial? Auch der Job, genau. Der Job. Genau. Hab mal studiert in Erfurt und war dann lange auch in Erfurt und bin dann irgendwann nach Berlin gegangen. Und da ja Brody und ich, wir sind 5 Jahre auseinander. Der eine ist im Grunde genommen, also mein Bruder ist der kleine Dicke und ich bin der große, lange Hübsche, würde ich mal so sagen. Aber wir sind 5 Jahre auseinander, aber trotzdem praktisch wie Zwillinge und vom Arsch abgeschnitten. Von daher ganz dick miteinander. Genau. Schön. Und da gibt es auch so im, ich sag mal, Betriebsalltag keine Probleme untereinander. Ich meine, unter Brüdern, da kabbelt man sich ja auch gerne mal, Steve. Ja, da fliegen schon mal die Fetzen, das ist halt manchmal so. Aber wir kriegen uns viel zu schnell ein. Ja? Da fliegt mal die Mütze auf den Boden. Gerade so das Thema Aufräumen betrifft uns doch hier und da mal so ein bisschen. Ordnung ist das halbe Leben, sage ich immer, aber... Kann man in den Charakteren irgendwas sagen, wie so die Arbeitsaufteilung zwischen euch beiden ist, was der eine besser kann oder der andere? Chris? Also ich glaube, ich würde sagen, Steve ist so der Zahlenjongleur und Excel-Freak. Also es muss erstmal alles in Excel gemacht werden und dann kann man das schön angucken. Und wenn das gut aussieht, dann wird das meistens was. Ich bin der Bauchmensch und sehe dann die Produkte vielleicht manchmal auch anders, wo ich sage, einfach Optik ist manchmal auch entscheidend. Und wenn das dann gut funktioniert, dann machen wir alles richtig. Steve, unter Brüdern ist ja auch immer Konkurrenzkampf. Erik kennt das mit seinem Bruder, ich kenne das mit meinem Bruder. Also wir wissen, wovon wir reden. Wer ist denn der bessere Angler von euch? Das ist total gleich. Oh. Vollkommen ausgewogen. Sehr diplomatisch. Okay, gibt der Beweis, die beiden haben sich echt gerne. Genau. Das ist ja sehr schön. In diesem Laden, in diesem Geschäft sozusagen, seid ihr jetzt noch nicht so lange, seid ihr ja vor kurzem erst eingezogen. Das Jahr 2020 ist ja für viele Einzelhändler echt ein sehr super schwieriges durch Corona. Nehmt uns mal so ein bisschen mit, wie es euch denn jetzt so die letzten Monate ging, Steve. Also die letzten Monate waren durchaus aufregend. Also die Planung für den Laden begann letztes Jahr September etwa. Da haben wir den Mietvertrag verhandelt und die ganzen anderen Themen. Und von Corona war weit und breit nichts zu sehen. Dann kam Corona. Wir sind mit einem
blauen Auge durch die Krise gekommen. Ja, wir waren jetzt nicht auf irgendwelche Hilfen oder Kredite angewiesen. Wir konnten uns halten. Wir hatten auch offen. Ja, also wir haben ja auch noch einen Futtermittelbedarf, also für Zierfische und für Hunde und für Katzenfutter und so weiter. Durften deswegen aufhaben, hatten unseren Kundenstrom. Das hat uns gerettet. Und man muss auch sagen, so hart wie es klingt, für, vielleicht für die anderen, denen es nicht so gut ging wie uns, wir konnten sogar davon ein bisschen profitieren, weil wir den Ausbau in Ruhe durchführen konnten. Also von daher war es durchaus auch ein Lachen und ein weinendes Auge dabei bei der ganzen Sache. Ist das vielleicht auch ein Beweis dafür, dass ihr euch schon wirklich eine treue Kundschaft aufgebaut habt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man das eine hat, eine treue Kundschaft, Chris, ist es dann vielleicht auch so, dass euren Laden was Bestimmtes auszeichnet? Und wenn ja, was wäre das? Weil Angelläden gibt es ja jetzt nicht so wenige, aber es gibt ja dann auch diesen einen Angelladen, wo man denkt, das ist genau mein Ding. Ja, ich würde sagen, klar sind wir schon sehr speziell. Als alles erst würde ich das Design von unserem Laden nennen, auch in dem alten Laden. Wir waren relativ klar strukturiert und wenig vollgestellt, sodass halt, dass man halt auch bequem auch mit dem Kinderwagen durchkommt, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwas umfällt. Das Zweite ist, wir sind relativ flachsig und machen auch mal Scherze und sagen, ey, weißt du was, wenn wir jetzt 2 Minuten Zeit haben, komm, wir gehen fix ans Wasser, ich erkläre dir kurz den Köder, dann zeige ich kurz die Köderführung. Auch dem geschuldet quasi, dass hinter dem Haus die Spree ist. Ja. Ja. Wir haben viele Kunden, die, glaube ich, einfach die Nähe, so das freundschaftliche Flair schätzen. Also so nicht angeladen eben, ne? Also genau so. Kein riesen Megastore, sondern wirklich zack, du hast eine gute Beratung, freundliche Menschen und einen echten Kontakt, eine echte Begegnung. Ja. Und ich glaube, weil wir halt auch die Inhaber sind von dem Laden. Okay, klar. Und wir das aus anderen Gesichtspunkten sehen, wie vielleicht ein Angestellter. Und deswegen glaube ich, sind wir jetzt da, wo wir sind. Das macht es eben einfach aus. Nah am Kunden und das, was wir uns immer wünschen von dem Angelladen, das versuchen wir natürlich für euch alle umzusetzen und das muss einfach passen und da sauber, ordentlich, das ist ganz, ganz wichtig. Seid ihr so eine feste Größe auch im Kiezleben zum Beispiel oder merkt ihr dieses Kiezleben in Köpenick, weil ihr seid ja schon immer hier? Also in Köpenick direkt jetzt nicht, das ist ein bisschen weit weg, aber so die Schnellerstraße, das ist so unsere Kiez, die 400 Meter hoch bis zum Center in Schöneweide und die 400 Meter runter bis zum Bahnübergang, da sind wir schon angekommen. Also man kennt sich hier, man kennt die Einzelhändler, der Grieche ist unser, da sind wir auch die besten Kunden. Und ist, also von da sind wir da ruhig mal öfter. Der Pizzamann oben, der kauft auch hier einen selbst Angler. Also man kennt sich dann schon, der Italiener um die Ecke, das ist schon so... Schon ziemlich eng. Und wenn die hier vorbeilaufen am Morgen, wenn wir öffnen, dann wird gegrüßt, dann wird immer ein Schwätzchen gehalten. Getränke Hoffmann, der Kollege vom Rewe, also ist schon alles da. Schon richtiges Kiezleben in Niederschöneweide ist es ja, hier, ne? Ja. Okay, sehr schön. Wir haben eigentlich noch ein richtig großes Überthema, über das wir auch heute mit euch quatschen wollen. Das ist so ein bisschen, weil wir gerade aus den Ferien kommen und aus der Urlaubszeit und es ja gefühlt auch immer noch Sommer ist. Was heißt gefühlt? Es ist halt einfach immer noch richtig heiß. Deswegen geht es heute auch unter anderem ein bisschen um Angeln und Urlaub. Und wir haben euch da draußen aufgefordert, erzählt uns doch mal, was ist so die Geschichte, die ihr dieses Jahr bisher beim Angeln erlebt habt. Das kann im Urlaub sein, es kann aber auch einfach so sein. Und wir haben 2 richtig tolle Geschichten bekommen. Und die 2 Jungs stellen sich am besten einfach selbst vor und erzählen mal ihre Geschichten. Hört mal zu. Moin, ich bin Paul, 23, aus Potsdam. Und mein Angelerlebnis 2020 ergab sich auf einem Trip zur Elbe. Wir sind hingefahren, um auf Zander zu angeln, waren an einem Verbindungskanal von der Elbe unterwegs und haben an der Spundwand geangelt. Dann gab es relativ heftige Raubaktionen an der Oberfläche, weshalb ich kurzerhand meinen Gummiköder zur anderen Seite geworfen habe. Und 3 Kurbelumdrehungen später gab es einen Mordseinschlag an der 30-Gramm-Rute. Ich hatte eine 12er geflochtene drauf und ein 40er Mono-Vorfach. Und ja, wurde dann ein 10-Minuten-Drill voller Schweiß und allem, was dazugehört, mit Expertisen von Rapfen bis Hecht. Und im Endeffekt war es dann ein Wels von knapp 1,20 Meter. War auf jeden Fall ein Bombengefühl, hatte ich am Anfang so nicht erwartet. Und ja, macht weiter so. Ich höre euch sehr gerne und schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Mein Name ist Dennis, ich komme aus Hamburg und bin leidenschaftlicher Angler. An dem Tag war es wirklich so gewesen, dass wir mit meinem Schwager zusammen angeln waren und ich hatte eine ganz normale Dropshot-Montage, war für mich ein neues Gewässer gewesen, der Travekanal. Wollten anfangen zu fischen, als ich dann zu meinem Schwager mich umgedreht habe und vor dem ersten Wurf noch gesagt habe, guck, hör zu. Der landet genau zwischen den Pfeilern und ich werde dort den fettesten Barsch rausholen, den du je in deinem Leben gesehen hast. Ja, der lachte sich natürlich kaputt und bei der zweiten Kurbelumdrehung schnarrte meine Bremse so heftig. Wir waren natürlich beide schockiert gewesen. Was ist das? 25 Minuten hat der Drill gedauert und ich war so überrascht, als der Fisch im Netz war und wir ihn dann in Ruhe bestaunen konnten, habe ich gemerkt gehabt, dass es eine Meerforelle war und die 70 Zentimeter hatte und das auf den ersten Wurf. Und also der Tag, den werde ich nie wieder vergessen, das ist der 1.1.2019 gewesen. Und der hat sich bei mir eingebrannt, der Fisch hängt bei mir eingerahmt im Arbeitszimmer und diesen Tag werde ich definitiv so schnell nicht vergessen. Es war einfach nur hammergeil gewesen. Ja, das waren die beiden Geschichten, die eine von Paul aus Potsdam. Wenn ihr den Fisch gerne sehen wollt, diesen 1,20 Meter Wels, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall das Video anzugucken, entweder auf dem RBB YouTube-Kanal oder aber auf rbb-online.de/angebissen. Und auch nochmal der Aufruf, wenn ihr auch noch Geschichten habt, dann immer her damit. Ja, und ich sage jetzt nichts, weil in den anderen Folgen habt ihr erlebt, ich hatte auch eine schöne Zeit oben am Strelasund und Ostsee, aber das kennt ihr ja schon alles, falls nicht, unbedingt hören. So, und ihr als Angelladenbesitzer, Steve und Chris hier bei Knicklicht, ihr bekommt doch bestimmt auch ganz viele Geschichten mit von den Leuten, die so zu euch kommen. Gibt es da eine, die euch vielleicht so in den Sinn kommt, Chris oder Steve, je nachdem, wer zuerst antworten möchte? Also auf eine Geschichte auf jeden Fall, und zwar war ein guter Stammkunde, hatte nach einem tollen Gewässer gefragt und wo wir hingehen könnte zum Angeln. Und da haben wir ihn nach, merke ich, Buchholz geschickt, unterhalb vom Wehr. Und er ist losgegangen mit einem kleinen Köderfisch an der Pose und lässt sie treiben. Und auf einmal schlägt, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war irgendwie eine 50er Bachforelle ein. Und denkt sich so, oh Gott, was ist das denn? Ist das ein Rapfen? Ist das ein Hecht? Keine Ahnung. Und dann kommt er in den Laden gefahren, der so, ich weiß es nicht glauben, deine Stelle ist richtig krass. Hab da mal gleich eine Bachforelle gefangen. Und dann halt auch noch so ein Endgegner quasi als Bachforelle, sensationell. Also das ist schon echt Ausnahmefisch, muss man wirklich sagen. Also das hat sich bei mir mega eingebrannt. Das ist richtig krass. Steve, gibt es bei dir irgendwas anglerisch dieses Jahr, wo du sagst, Alter, das war auf jeden Fall ein absolutes Highlight? Ein Highlight, ja klar, meine Lieblingsstelle, wo wir heute gewesen sind, so zum Angeln, es ist mein persönliches Highlight. Du gehst mit der Warthose rein, du stehst bis zur Hüfte im Wasser, du angelst, du fängst auch Barsche, kleine, große, mittlere, da ist auch mal ein Rapfen drin, aber das Schönste ist einfach, nach der Arbeit reingehen, Sonne genießen, runterkommen. Manchmal nehme ich eine Flasche Bier mit und dann kann sich einfach hinstellen, weil man kann den laufen, man braucht kein Auto. Ja, also von daher ganz herrlich. Das ist mein Highlight. Für euch zur Einordnung vielleicht, was Steve meint, wo wir heute waren, das hört ihr übrigens nächste Woche dann in einem Tackle-Check XXL. Erzählen wir zum Schluss noch was. Aber das ist natürlich hier die Spree direkt in Niederschöneweide. Und auch nur noch als kleiner Vorgucker von mir, was Steve gerade erzählt hat, das war wirklich so. Das war genau so. Und wie du dich da auskennst, Wahnsinn, weil auch noch ein kleiner Spoiler, also ich verrate auch noch ein kleines bisschen was. Er hat gesagt, 1,50 Meter vor diesem Schild, kann sein, dass da immer was steht, und genau so war es auch. Ja, wie gesagt, dazu dann nächste Woche auf jeden Fall mehr. Ich möchte gerne noch so ein bisschen beim Thema Angeln und Urlaub bleiben. Wenn ihr selber mal zum Urlaub kommt, gibt es sowas wie einen reinen Angelurlaub für euch oder nehmt ihr überhaupt die Route mit, wenn ihr in Urlaub fahrt? Wie ist das so bei euch, Chris? Also ohne Route geht es auf jeden Fall nicht aus dem Haus, auch nicht in Urlaub. Auch wenn meine Frau manchmal darüber sagt, ach Mensch, willst du nicht mal zu Hause lassen? Aber ich sage, du, wenigstens zwei Würfe sind immer drin. Und jetzt, wenn meine Tochter Mittagsschlaf macht, ist dann halt die Zeit, wo ich sage, okay, komm, zwei Stunden habe ich. Jetzt schnell an den Strand. Also ich war jetzt letzte Woche im Urlaub in Wismar auf dem Campingplatz. Und zur Mittagspause oder zum Mittagsschlaf sind wir dann schnell runtergelaufen an den Strand. Drei Würfe, drei Abrisse, war super. Bei 36 Grad war also in der Sonne echt nicht toll, aber ich war angeln. Ich konnte dann sogar noch
eine kurze Geschichte. Ich konnte sogar noch den Nachbarcamper, die zwei Kinder mitnehmen zum Angeln. Habe denen dann auch nochmal gezeigt, wie das Brandungsangeln funktioniert. Und einmal aktiv. Die haben sich natürlich gefreut, wie ein Schneekönig. Und das macht mich dann natürlich auch glücklich und zufrieden, wo ich dann weiß, okay, der ist jetzt auch angefixt mit Angeln und dann kommt unser Nachwuchs wenigstens auch nach. Wenn wir gerade schon beim Thema Angeln und Urlaub sind, eine Frage, die sich mir immer wieder stellt, weil du sagst, die Route muss auf jeden Fall mit. Und ich glaube, durch Corona wird sehr viel jetzt im Land sozusagen wieder Urlaub gemacht. Aber manchmal ist es so, man hat schon die ganze Karre voll mit irgendwelchem Zeug und es ist nicht mehr wirklich viel Platz. Was empfiehlt ihr denn da so an überhaupt ein Gerät mitzunehmen? Also seid ihr zum Beispiel auch ein Verfechter von so einer Reiseroute, die aus 4-5 Teilen besteht, Steve? Könnt ihr da was empfehlen oder... Wie läuft sowas? Also Reiserouten gibt es ja viele. Es gibt hier so einen Diplomat oder verschiedene andere Varianten. Es gibt jetzt neue von Shimano, die echt super ist. Die hat auch ein tolles Cordura-Rohr mit einer Routentasche mit dran. Also es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Marken, die kann man empfehlen. Und das passt überall rein. Und ein paar Köder, eine kleine Box, ein kleiner Kescher, ein kleiner Wartkescher. Die Warthose muss eigentlich auch mal mit. Warthose brauchst du einfach. Und hier und da ein bisschen und ratzfatz wird ein Reisekoffer voll. Aber irgendwo passt mit ins Auto. Ist das so, wenn Leute hier in den Laden kommen, die eigentlich was ganz anderes wollen, dass die dann wenigstens immer mit einer Warthose rausgehen bei dir? Nicht unbedingt, aber ich glaube, wenn ich davon spreche, die Augen fangen an zu funkeln. Wenn wir beim Thema sind, was ist denn bei euch auch nochmal so ein Sehnsuchtsort, wenn es ums Angeln geht und um Angelreisen? Wo wollt ihr beide unbedingt mal hin und welchen Fisch wollt ihr dort angeln? Steve, kannst du gerne anfangen. Unbedingt hin und Fisch dort angeln. Also der Fisch ist, glaube ich, das Zweite, aber unbedingt, ich möchte mal nach Island zum Angeln. Ich glaube, ja, das wäre ziemlich toll. Steinbeißer oder Steinbeißer? Ja, oder? Whatever, aber ich glaube auch die Natur, das ist, glaube ich, Wahnsinn. Und dann mit der Warthose drinstehen. Das wird aber verdammt kalt. Ja. Aber dann, Chris, bei dir? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist typisch von den Anglern, aber da ich auch viel früher in Thüringen mit der Fliegenroute unterwegs war, ich glaube einmal Kanada. Einmal Kanada in so einen richtig geilen Lachsfluss und dann mal echt kicken, was da so mit den Königslachsen geht. Ich glaube, das hat jeder. Aber sonst, wie Steve schon sagt, also der Fisch ist zweitrangig. Das Beste, was eigentlich beim Angeln ist, ist die Natur oder umgedreht bei uns in Berlin das Erlebnis drumherum. Das ist halt einfach sensationell. Und dann spielt der Fisch auch keine Rolle mehr. Und wenn ich keinen hatte, auch egal, ich war im Wasser oder im Wasser. Und das reicht aus. Schlagwort Partybude. Ja, das werdet ihr garantiert auch hören und sehen. Denn ihr wisst ja, diesen Podcast gibt es eben in beiden Varianten. Könnt ihr euch reintun, wie ihr wollt. Wenn ihr nicht viel Zeit habt zu gucken, dann eben einfach nur anhören. Die Links dazu findet ihr auf rbb-online.de/angebissen. So, ihr wisst es. Eine Sache, die hier noch fehlt und ich weiß auch, Chris auf jeden Fall ist ganz, ganz heiß drauf, ist etwas, das wir sehr lange nicht gemacht haben und das jetzt endlich aus der Sommerpause zurück ist. Yeah! Es ist Fische raten! Du kriegst auch immer noch synchron hin, Wahnsinn. Und wir haben mal so ein bisschen kompakt zusammengefasst, was ist Fische raten überhaupt, und das erklärt euch unsere bezaubernde Tina. Schmeißt die Rute in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische raten! Lieber Gast, trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten? Oh, und was ihr gerade nicht mitbekommen habt, die Jungs meinen es verdammt ernst. Der Zettel ist vorbereitet, die Stifte sind angespitzt. Der Rekord liegt bei 7 Fragen. 7 plus, glaube ich, ein, zwei Nachlader. Aber Toni und ich haben da deinen Döbel erraten. Aha, korrekt. Ich spoilere ein bisschen, ich sage vor, das könntet ihr schaffen, weil ich habe es heute mal nicht ganz so schwer gemacht. Okay. Es ist sehr spannend, aber ich betrachte mich so ein bisschen als Zaungast. Ihr seid auf jeden Fall die Ratestars, Steve und Chris. Sagt, wie viele Fragen denkt ihr, braucht ihr? Was denkst du? Also ich würde vielleicht sagen, riskieren wir es und machen auch 7 oder gehen wir noch eins drunter und nehmen 6? 6.
Eingeloggt? Ist eingeloggt? Eingeloggt. Eingeloggt. Okay. 6. Oh, das ist eine Ansage. Alles klar. Eine wichtige Frage, die wir noch kurz klären müssen. Dürfen Sie hin und her switchen in den Fragen oder sollen Sie... Okay. Das heißt, ihr müsst sie nicht chronologisch benutzen? Ihr dürft die aussuchen, die dann passt auf die Antwort. Genau. Könnt ihr selber aussuchen, wie ihr das wollt. Dann würde ich sagen, fängt Steve an. Was ist die erste Frage, die du stellen möchtest? Die erste Frage ist, Raub oder Friedfisch? Raubfisch. Dann würde ich fragen, Salz oder Süßwasser? Süßwasser. Bist du gestreift? Nein. Okay, die Hälfte der Fragen. Das jetzt wird es langsam eng. Bist du Tag oder Nacht aktiv? Tag aktiv. Guckt mal über die Fragen und überlegt jetzt mal, welche Frage kann euch enorm weiterbringen und welche nicht. Das nur als kleiner Hinweis von mir. Ich würde nachfragen, Durchschnittsgröße und Gewicht. Je nach Nahrungsangebot 20 bis 80 Zentimeter lang. In Ausnahmefällen auch mal einen Meter und Gewicht über 15 Kilogramm möglich. Ausnahmefälle. Okay, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, ihr habt noch genau eine Frage. Nee. Ich würde es riskieren. Nee, warte mal, wir haben noch eine Frage. Und dann sind wir immer noch bei 6 und sind immer noch besser als 7. Also wir wissen, es ist ein Raubfisch, er lebt im Süßwasser. 20 bis 80 ist das Normmaß, kann auch mal über einen Meter kommen. Ist er am Tag, also es ist ein Sichträuber. Ne? Nachts ist dann schwierig. Und dann haben wir die andere Frage, was war ganz kurz? Er ist nicht gestreift. Er ist nicht gestreift. So. Hechte sind marmoriert. Barsche wären gestreift, Zander wäre auch gestreift. Also fällt Barsch und Zander raus. Ja? Der Döbel ist auch nicht gestreift. Auch ein Raubfisch. Dann haben wir den Rapfen, den Hecht, den Rapfen, den Döbel. Ich bin ja immer fair bei dem Spiel. Vertraue Steve, Chris. Ja. Steve weiß es, glaube ich, schon. Vermutlich ist es das. Aber ich würde noch mal eine Frage zum Absichern. Du bist mein Brudi, ich liebe dich. Mach das ruhig. Okay, weißt du was? Du hast sehr, sehr oft recht. Ich gehe mit. Komm, ich gehe mit und du löst. Ja? Ja. Ihr lockt ein? Wir locken ein. Mhm. Na dann. Wir locken den Hecht ein. Wolltet ihr nicht noch eine Frage stellen? Nein, uns reichen 5. Euch reichen 5? Ja. Ich vertraue an meinen Bruder. Wenn er sagte, das ist vermutlich genau der Fisch, dann wird's der sein. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht, welche Frage man noch nehmen könnte. Ich gebe euch noch einen letzten Hinweis. Ihr denkt zu eng bei Raubfisch. Mehr sage ich jetzt nicht. Wir könnten natürlich fragen, um das nochmal auszuschließen, wir könnten fragen, ob es eine Fettflosse gibt. Dann wäre es... Das beantwortet zumindest die Frage, Frage 12. Silber. Ja, Silber, einfarbig oder farbliche Akzente. Ob es ein Hecht oder ein Rapfen ist. Das stimmt. Und Rapfen können auch ein Meter werden. Ne? Das ist also... Ja, und die Durchschnittsgröße von 20 bis 80 spricht schon durchaus. Ich habe gesagt, Ausnahmefälle. Ausnahmefälle. Absolute Ausnahmefälle. Okay, absolute, na, dann ist es nicht der, dann ist es nicht der Hecht, weil mittlerweile mit unserem guten Angelgeschirr, was es überall auf dem Markt gibt, kriegst du locker den Meter geknackt. Ey, komm, lass uns den nochmal nehmen, Silber oder farblich. Okay, dann nehmen wir doch mal die Frage. Wir nehmen die Frage 12, eher silbrig. Oder eher farbliche Akzente? Farbliche Akzente. Erlauben wir die Frage nachzufragen, was für farbliche Akzente? Von mir aus immer. Wollt ihr sie wissen? Ja, bitte. Gut, rote Punkte. Rote Punkte. Was hat denn rote Punkte? Das gibt es bei uns in Saalfeld. Bachforelle ist rot getupft. Die rot getupfte, sozusagen. 20, 30, ja klar, 80. Oh, sagen wir für den Meter, das ist ein richtiger Oschi, ne? Ja, komm, lass, dann Forelle. Oh, jetzt sind wir jetzt bei 6 Fragen, richtig? Ja. Die Nachlader sortieren wir aus. Okay, wird rausgeschnitten. Was lockt ihr ein? Oh, wenn wir jetzt noch eine Frage hätten, ne? Mit der Fettflosse, weil dann hätten wir es. Lock ein. Ja? Ja. Okay, dann locken wir ein. Dann nehmen wir die Bachforelle. Richtig! Oh, Mann! Das meinte ich mit der einen Frage. Ja. Die klärt alles. Fettflosse oder nicht. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, Steve, darauf hast du angespielt. Nee. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, Jungs. Ja, danke schön. Ich habe da jetzt nicht allzu viel beigetragen. Und ich dachte, die Jungs kommen aus Thüringen, das geht ruckzuck. Ja, aber damit ist es trotzdem
mit 6 Fragen plus vielleicht einen Nachlader. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Danke. Neuen Rekordhalter damit yeah. und habt Toni von Hecht und Barsch überholt. Sorry, Toni. Aber wir kaufen die Gummis trotzdem noch von dir. Genau. Ja, sehr schön, Jungs. Ja, zum Abschluss eigentlich nur noch kurz die Frage, wie geht's denn für euch so anglerisch weiter dieses Jahr? Habt ihr euch noch Highlights gesetzt oder gibt's irgendwas, worauf ihr euch freut, vielleicht in der Saison? Ja, also wir haben ja noch so eine Knicklichtliga, die wir hier im Grunde genommen bedienen. Das ist so eine Art Gewinnspiel. Im Moment gibt es da, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer sind es insgesamt? Ich glaube 24. 24 oder Teilnehmer. Da gibt es jetzt über 12 Monate jeden Monat einen Fisch, den man befischen muss sozusagen. Es gibt dann Monatspreise, ersten, zweiten und dritten Preis für den größten Fisch. Dann zählen wir die Punkte eben hoch, wie bei der Formel 1. Erster Preis gibt 25 Punkte und dann geht es eben weiter bis zum 10. Platz. Und am Jahresende kann man dann nochmal ein paar Sachen gewinnen, wie zum Beispiel erster Preis für die gesamte Challenge ist ein Zackbelly-Boot. Dann haben wir noch eine Route im Programm und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und da steht jetzt diesen Monat der Döbel an. Ist ein bisschen tricky und dann kommen die nächsten Monate noch die anderen. Aber der erste Döbel ist abgegeben. Das stimmt wohl. Mit 33, das ist schon gar nicht so schlecht. Also müsst ihr mal reinschauen unbedingt bei Knicklicht, oder? Ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass wir bei euch sein durften. Nächste Woche hört ihr dann, wie wir mit Steve und Chris in Warthose an der Spree waren. Und wir haben da auch ein paar Köder für euch getestet, die bei Knicklicht jetzt exklusiv im Vertrieb sind. Was es genau ist und wie ihr die auch gewinnen könnt. Und ob wir was gefangen haben. Das erfahrt ihr alles nächste Woche. Chris, vielen Dank. Steve, vielen Dank. Lieben Dank, dass wir da sein durften. Hat sehr, uns sehr viel gerne. Spaß gemacht. Uns auch. Ja. Und immer wieder gerne. Wenn Bis ihr da seid, auf dem Kaffee, könnt ihr rumkommen. Ja. Machen wir. Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.